Das Ende naht. Hier bei Assassin's Creed Unity geht's weiter in der Hauptrolle mit Arnaud Doriot, der sich gerade irgendein Gemetzel befindet, wieso, keine Ahnung. Ja, ich bin mal ganz kurz offscreen hierher gelaufen oder zuerst teleportiert hier hin, weil der Weg von hier drüben irgendwo bis dahin war doch ein bisschen sehr weit. Dachte mir, komm, ganz kurz kannst du ja offscreen hier Schnellreise machen und den Weg hier hin noch ein bisschen spazieren gehen. Ist ja auch nicht so wild. Ich glaube, da vorne erwartet uns bereits Elise, wenn mich nicht komplett irre. Was ist jetzt eigentlich da los? Ein Verrückter oder wie? Schieß mal ab! Die Grünen gegen die Roten und die Grünen waren siegreich. Scheiße. Naja, mir egal. Tja. Wie sind unser geliebtes ab vorne? Glaube ich, mache einen eleganten Auftritt. Sag mal, ich bin dort oben, will hier reinspringen. Geht nicht, also, das ist ja teilweise mir einfach zu hoch. Sequenz 12, Erinnerung 2, der Fall von Robespierre. Schwierigkeit 4, Raute, Belohnung 0 von 2. Spielen oder festgenommen findet ihn und bringt ihn dazu, Schirmes Versteck zu beraten. Los geht's! Ich erhielt eine Nachricht. Was geht vor? Vielleicht haben wir Robespierre zu sehr diskreditiert. Ups. Was ist geschehen? Er wurde verhaftet. Was? Er machte vage Drohungen wegen einer Säuberungsaktion gegen Staatsfeinde und das Komitee wendete sich gegen ihn. Sie bringen ihn ins Luxemburg-Gefängnis. Seine Hinrichtung ist für den Morgen angerannt. Dann sollten wir besser schnell zu ihm. An Arno! So, jetzt wieder. Entschuldigung! Ja, und wo ist er jetzt? Die waren von der Nationalgarde. Robespierres Eskorte. Verdammt, wenn er entkommen ist! Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Ah, wen haben wir denn da? Mit dem Überleben sprechen, hier ist keiner. Okay, wie kommen wir jetzt dort zu dem hin am besten und natürlich am elegantesten? Du da? Elise, was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf dem Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Robespierre? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf verletzt. Sie zogen sich dorthin zurück. Oh. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Oh. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Robespierre auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen, sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Ja, dann bin ich doch mal gespannt. Nicht gut. Die sind sie immer noch. Der ist ja ziemlich an, denke ich, der Gute, wa? Hä? Hast du was gesehen? Ich hab nichts gesehen. Ja, na mal gucken. Ah, das ist die Renovierung, ja. Wollen Sie das Café renovieren? Ja, wollen gerne. Leider. Ah, nö. Ist ein anderes? Naja, wieso nicht? Ein Tausend haben wir sicher noch übrig. Wieso kann ich jetzt plötzlich auch andere Cafés renovieren? Die Vergangenheit geändert. Ne, schön wär's. Gut, ja, Robespierre finden, bin ich noch dabei. Okay, Adlauge. Wo ist der Typ jetzt? Meine Kontakte. Ah, online gehen, okay. Oh, sind da ein paar Feinde, sehr gut. Die hingegen finden ihren toten Kumpan gar nicht. Nee, wollte gar nicht. Komm schon, weg damit, Bezirk Halle. Weg damit!
schon besser. Ungefähr hier, war ich noch mit der, ja, der Treppe, die wird natürlich ganz gut sein. Trotzdem muss ich erstmal mehr nach innen, ne? Ich würde sogar das Tarnung hier, das Rest, also das Café, Entschuldigung, sag ich immer Restaurant. Das war eine tolle Abkürzung. Kommt halt hier oben irgendwie noch raus wieder. Oh, noch viel zu renovieren. Vielleicht hier über die Dächer. Er soll sein, kriegt über die Dächer auch noch nicht nur so. Genau deswegen. Ja, sind wir auch noch. Jetzt sieht der mich! Halt still, du mich! Ich habe eine Nachricht für dich! Schnauze! Da oben ist auch einer. Okay, hat's mir definitiv zu viele. Das muss ich erstmal ein bisschen ändern. So. Schon viel besser, muss ich halt von Dach zu Dach machen, wa? Das war Nummer 1. Jetzt könnte der mich noch sehen, das heißt, er muss es ein bisschen anders machen. Ja, was war das? Eine gute Frage, wa? Das war jetzt Zufall. Zum Glück bin ich gerade hier oben. Das passt hier wie die Faust aufs Auge. Okay, jetzt geht irgendwie ins Dach hinauf. Was jetzt los? Ich bin noch direkt da vorne. Der ist echt schnell unterwegs, der Gute. Nicht in einen Kampf geraten. Momentan sieht es damit gut aus, aber leider die Verringerung, die Entfernung zur Verringerung. Alter, wie weit noch? So, ich komme wieder näher. Sehr schön. Oh, bin wieder weiter weg. Eine sprunghafte Gute, wa? Boah, wie weit noch? Ist das noch ein Problem? Uff. Naja, was soll's. Oh, Mann, so knapp. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, Sergeant. Eure Treue ist ehrenhaft. Geht besser hinein, Sir. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Wir verlautbaren, dass die Revolution... Ja, hier oben gefällt es mir auch viel besser. ...schuldig machte, den Kriminellen Robespierre tatkräftig zu schützen, sich nun in offener Rebellion gegen die Nation befindet. Soldaten unter dem Befehl des Nationalkonvents wurden ausgesandt, um den Verräter Robespierre und seine Gefolgsleute festzunehmen. Die Bürger werden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen, während die Justiz ihre Pflicht tut. Wir verlautbaren... Was? Das sieht mich hier? ...die Bürger Robespierre
Morion und all ihre Verbündeten zu Gesetzlosen erklärt werden. Jeder Bürger, der diesen Kriminellen Hilfe leistet, wird ihr Schicksal auf der Guillotine teilen. Die Revolutionsjustiz wird obsiegen. Ist klar, wieso sieht er mich, obwohl ich abgeschossen habe? Ach, das sind noch solche Dinge im Spiel, wo ich sagen muss, hallo, geht's eigentlich noch? Na gut, verrückt er mich mal, ist mir gerade egal. Hat der ein Schneckentempo drauf, ey? So, Robespierre finden. Da sind natürlich zwei Typen da vorne noch, direkt daneben. Die Frage ist, sonst noch einer dort? Finden wir es doch gleich mal raus. Dort patrouillieren noch zwei. War knapp. Jemand hat doch bestimmt gesehen, was da los war, oder? Ja, da sind mir ein paar zu viele. Da muss ich einen Luftweg machen. Geht Kommandos. So, Menge untertauchen. Versuch's mal so, wa? Ich bitte um Verzeihung. Klappt gar nicht, toll. Zum Glück muss ich ja nur die Türe knacken. Das hat mir gerade noch gefehlt. Nein, der Arno, geh doch mal. Alter, das Teil ist doppelt so weit wie du. Ja, und jetzt warten, bis sie kommen, wa? Boah, ist doch auch eine elegante Art und Weise, weil sie kommen gar nicht rein. Wo ist der hin? Hä? Arno, nicht verarschen! Der will nicht abschießen. Na toll, so weit weg. Sieht mich hier oben direkt einer oder sind die zu blind dazu? Ja, zu blind war. Der ist so weit weg. Nicht schön, nicht schön. Hä? Hallo? Hallo, R2, geht nichts, ich kann nicht abschießen. Ach, Menno. Also kann aus der Position zwar irgendwie zielen, aber schießen geht nicht. Ja gut, dann muss ich irgendwie außen herum. Alles andere wäre sonst zu doof.
Ja, sind dann noch Alarmglocken, okay. Hier ist echt gut bewacht. Muss leider mal so sagen. Also ich war das nicht. Elise, hast du das? Da sind noch zwei Stück. Da oben ist noch ein Scharfschütze. Toll. Na gut, da drüben muss er sowieso nicht. Da gehen wir auch gerade am Arsch vorbei. Aber den muss ich noch irgendwie umlegen. Oh, da kommt noch eine Ecke, okay. Mann, der patrouilliert hier. Interessant. So, drin sehe ich sicher keiner. Wie komme ich jetzt da am besten hoch? Und das, gut, der dürfen wir eigentlich nicht sehen. Ein paar Phantomklingen noch. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, irgendwie durchs Haus selbst wäre ein bisschen fehl. Also, müsste ich mich viel zu verwandeln. Nee, da wäre doof. Kein Scharfschütze, nee, das heißt, ich müsste hier ungefähr. Du gehörst mir! Wieso war ich jetzt hier nicht sicher? Das sah für mich echt erst so aus, als wäre der komplett am anderen Ort. Aber ist eh nichts mehr. Ein Geschenk für dich! Je mehr, desto schöner. Fang des Tages, Verräterfisch. Ja, versuch dein Glück, Kumpel, versuch dein Glück! Oder wohl eher dein Pech. Macht jetzt der Rest einfach nur Alarmstellung oder was? Ja, sieht so aus. Er passt denn die ganze Zeit, der da oben versucht's, aber. Trifft natürlich nichts. Ah, da ist er ja. Medizin immer gut zu gebrauchen. Alter, zieht er mich schon wieder. Manchmal sieht er mich, manchmal nicht. Der muss weg. Nee. Keine Zeit dazu, erstmal hier das Schloss knacken. Dann muss ich gucken, wie ich da weitermache, weil die ist natürlich direkt im Nebenraum, oder so wie ich die kenne. Toll. Mach eine Ohrfähigkeit. Oh, pff. Nee, könnt ihr vergessen, Leute. Mach ich nicht. Immer zu doof. Heißt also, muss da anders rein. Und da unterbrochen, ne? Wieso? Ich bin da sowieso nie online. Such dagegen, Revolutionär. Sind noch kurze Auftritt, Kumpel. Naja.
Du hast es ja immerhin versucht, nicht wahr? So, jetzt muss er gucken, wie gesagt, der ist ja direkt unter mir, wa? Also muss ich irgendwie da hinkommen, die Frage ist bloß wie und dass er da groß aufregt, aufsehen. Ja, toll. Wie komme ich da am besten hin? Das ist echt eine sehr, sehr gute... Es scheint auch schwierige Frage, weil natürlich ein normaler Eingang, oder? Wäre klar. Aber hier Schlösser knacken, geht noch nicht, also braucht zu viel Skills. Nee, geh runter, Arno. Runter. Dankeschön. Zu hoch war für den Instant Kill. Naja, dachte ich schon. Dass immer so weit springen will. So, ganz ruhig, Arno. Ganz ruhig, Kumpel. Schon viel besser. Oh, komm, ist was. So, einer weniger. Jetzt immer noch die Frage, wie komme ich jetzt da am besten durch? Da ist ja die Türe direkt. Genau. Also da bringt es nichts. Dann ist halt die Frage, wie mache ich es sonst? Fallen lassen finde ich eine ziemlich doofe Idee. Dann muss ich irgendwie da drüber noch. Nee, du sollst da rüber springen, Arno. Arno. Mach doch einmal das, was ich dir sage. Nehmen wir natürlich nicht. Und immer ein Parcourslauf nach oben, statt da runter zu springen. Ah! Oh, sind das so viele. Naja. Ein Problem ja theoretisch weniger, aber dafür dutzende weitere mehr. Dann noch mehrere Türen hier zum Knacken, glaube ich nicht, was? Weil sind es gar nicht mehr. Verdammt mich. Hier scheint es auch ziemlich ruhig zu sein. Mann, was war denn das für Mist? Nein, Arno, geht doch mal... Leute! Ey, das Spiel ist so dämlich teilweise! Er will nicht runter, rein will er auch nicht mehr. Ey, wenn ich jetzt kapiere. Geht doch einfach durchs Fenster. So, wieso nicht immer? Wieso nicht gleich so? Nein, er braucht immer eine extra Einladung. Das ist nach einem 5,6 GB Update. Und seltsam, die Typen, die mich eingravischen könnten, die kommen natürlich nicht. Ja. Das weiß ich auch nicht, Leute, aber irgendwie... Sehr, sehr crazy. Und vor allem das ganz Seltsame daran, ich stehe hier. Der steht nicht mal einen halben Meter vor mir. Ich kann nicht das Fenster durchkillen, geht nicht instant kill. Will mich halt hier drauf, der Fenster nimmst, denke ich mal, vielleicht geht's dann hineinziehen. Ging auch nicht, der ging direkt rüber. So etwas Beklopptes erlebst du echt nur in diesem Spiel. Ja, tut mir leid, aber leider so. Jetzt zum Abschluss des Parts, will ich noch etwas riskieren. Ja, toller Risk. War klar. Ich meine, ich treffe ihn, was passiert? Hä, genau. Aber das ist unlogisch. Da kommt eine Tür, er sieht, wie ich seinen Kumpel kille. Killt natürlich genau auf die gleiche Art und Weise. Naja, das sind halt solche Eigenheiten, die man sich einfach ins Gedächtnis rufen muss. Nicht logisch denken, nicht so denken, wie du denken würdest, sondern denke so, wie das Spiel denkt.
Problem ist nur, man braucht eine Weile, bis man sich aufs Spiel eingestellt hat. Nun gut, Leute, es hier weitergeht mit der Suche nach Robespierre, ob wir noch eine Tür knacken können oder wir sonst irgendwie zum Nussknacker werden, keine Ahnung. Das und vieles mehr dann wieder mal im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.